Es ist eine ungewöhnliche, interessante und vielfältige Ausstellung, die Brücke zum Wunderbaren im Historischen Museum. Unter der Schirmherrschaft von Bischof Rudolf Voderholzer ist sie der Beitrag der Stadt Regensburg zum 99. Katholikentag. Verantwortlich für Konzept und Umsetzung der Ausstellung sind die jungen Museumskuratorinnen Karin Geiger und Sabine Tausch. Der Brückenschlag ist den beiden sehr gut gelungen. Also es geht ja um die sogenannte Volksfrömmigkeit. Also es wird zum Beispiel ganz am Anfang anhand von Votivtafeln einfach das Leben von damals erläutert. Es geht dann weiter zu dem Bereich Alltag, wie der ausgestattet war. Ein wichtiger Punkt sind natürlich Wallfahrten, die an drei Beispielen exemplarisch erläutert werden. Köslern, Neukirchen bei Heiligblut und Bogenberg. Dann geht es weiter zu den technischen Sachen, also zu den Materialitäten der einzelnen Votivgaben. Dann kommt als weiterer Bereich, als Spezialbereich der heilige Leonhard, also die Eisenmotive und zum Schluss dann noch ein Ausblick auf Regensburg. Der zeitliche Schwerpunkt bei der Ausstellung liegt auf dem 18. und 19. Jahrhundert, der großen Zeit der Barockfrömmigkeit in Ostbayern. Zentrales Element sind die beliebten Votivbilder. Besonders spannend ist dieses Bild. Das zeigt, dass es auch damals eben schon psychische Krankheiten durchaus gab, gegen die natürlich kein Kraut gewachsen war. Also im Grunde war man auf die himmlische Hilfe angewiesen. Und also allein der Spruch darunter ist auch ganz schön. Allhero zu Maria hat sich bringen lassen, Elisabeth Rabeierin, welche mit dem Magenfieber Melancholei behaftet, auch 5 Jahre miserabel gewesen, nach Verlobung Allhero von Tag zu Tag eine Besserung und Gesundheit erhalten, 1765. Also das heißt, man ging zum einen davon aus, Magenfieber Melancholei, dass es sich um eine körperliche Ursache handelt und zum anderen aber auch, dass durch die Anrufung Marias geholfen wurde und so diese Besserung eingetreten ist. Die Formen der inneren Religiosität sind vielfältig und waren immer schon von Mensch zu Mensch verschieden. So gibt es in der Ausstellung auch ein paar Skurrilitäten zu sehen und auch eine ganz besondere Kreuzesdarstellung fällt sofort auf. Das ist die heilige Kümmernis. Das ist eine legendäre Heilige aus Portugal, die allerdings nie offiziell von der Kirche anerkannt wurde. Also es handelt sich um eine Königstochter, von einem heidnischen König, die verheiratet werden sollte und das aber nicht wollte. Und sie hat dann zu Gott gebetet, dass er sie entstellen möge. Daraufhin ist er ein Bart gewachsen und der Vater hat sie daraufhin ans Kreuz nageln lassen, weil er darüber sehr bewusst war. Vom Kreuz herunter hat sie dann noch etliche Heiden zum Christentum bekehrt, auch ihren Vater, der ihr dann nach ihrem Tod eine Kirche erbauen ließ. Die Brücke zum Wunderbaren ist im Historischen Museum am Dachauplatz in Regensburg noch bis zum 6. Juli zu sehen. Immer von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr.